Mal quasi auf europäischem Parkett für Sie. Welchen Erwartungen geht Sie da? Also was sind die österreichischen Themen, die Sie da heute vorstellen? Also ich freue mich sehr. Ja, danke. Okay. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den europäischen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben heute ein informelles Treffen der Justizminister und auch der Innenminister. Und es geht um die Entwicklung der Rechtsstaatlichkeit, um auch die strategischen Leitlinien für den Europäischen Rat. Und ich freue mich, mit den Kolleginnen und Kollegen in Austausch zu treten und hier für die Rechtsstaatlichkeit auch auf europäischer Ebene einzutreten. Jetzt ist ja Rechtsstaatlichkeit in Polen und in Ungarn ein Thema, Artikel 7-Verfahren laufen. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Gehört dieser Prozess beschleunigt? Ich weiß, es wird der Prozess heute nicht auf der Agenda stehen, aber so generell, wie soll man mit diesen Problemen umgehen? Also der Prozess steht tatsächlich heute nicht auf der Agenda. Wir werden aber natürlich auch über unterschiedliche Themen im Rahmen der Rechtsstaatlichkeit sprechen und das wird sicherlich auch ein Thema bei informellen Gesprächen sein. Aber glauben Sie, dass der Prozess beschleunigt gehört? Das liegt jetzt nicht im informellen Rat, das wird auf einer anderen Ebene besprochen, aber es ist ein guter Austausch da und das ist, glaube ich, wichtig, mit den Kolleginnen und Kollegen auch in Austausch zu treten, auch über diese Themen zu sprechen. In Polen stimmt das Parlament heute über das neue Bildungsgesetz ab. Das werden wir alles besprechen. Also ich glaube, das ist auch eine Sache der Polen. Hier geht es tatsächlich um einen informellen Austausch und um Rechtsstaatlichkeit auf europäischer Ebene und im Speziellen auch auf unterschiedlichen nationalen Ebenen. Können Sie denn die Kommission auffordern, zu handeln? Die Kommission kann ja entsprechende einstweilige Maßnahmen zum Beispiel beantragen beim Europäischen Gipfel. Also das ist nicht Thema des heutigen Treffens. Hier geht es tatsächlich heute um die Ausarbeitung der strategischen Leitlinien für den Rat an sich. Und in diesen Austausch werden wir treten und ich freue mich auf die informellen Gespräche mit den Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Danke.